Bereits vor Beginn des 20. Jahrhunderts gab es einen Festungsriegel, der Tirol vor eventuellen italienischen Angriffen schützen sollte. Er bestand aus Sperrwerken an den wichtigsten Verbindungswegen an der Grenze zwischen Italien und der Donaumonarchie. Nach 1906 wurde, dank neu entwickelter Technologien und infolge der Benennung von Franz Konrad von Hötzendorf zum Chef des Generalstabs, die Konstruktion von Defensivbauten im Trentino beschlossen. Diese bestanden aus Beton und Stahl und waren angelegt, um großkalibrigem Granateneinschlag zu widerstehen. Es gab unterschiedliche Arten von Sperren und Werken, wie Verteidigungsbefestigungen und für die Offensive errichtete Werke, die auch längerem Beschuss standhalten konnten und für eine große Besatzung gedacht waren. Die Bauarbeiten für die Sperranlagen auf der Hochebene Folgheria, Lavarone und Lucerna begannen 1907. Die Befestigungen bildeten einen perfekten Sperrriegel, der über die Eisenbahnlinien Trient-Rovereto und Trient-Caldonazzo die Militärstraßen und die Seilbahnen auf den Monte Rovere und Folgheria gut erreichbar waren. Auf der Hochebene gab es nicht genug Wasser, weswegen das Wasser mit großen Pumpen und Zisternen aus dem Val d'Astico beschafft werden musste. Die Grundstücke für den Bau des Werks Gschwend erwarb man von den ansässigen Bauern. Für die Planung und die Bauarbeiten warb das österreichisch-ungarische Heer zahlreiche lokale Arbeiter an. Die Waffen und das Material lieferte die Firma Skoda aus Pilsen. Für ihren Antransport aus Trient entlang der Militärstraßen nutzte man spezielle Hilfsmittel und lange Karawanen in die unwirtlichen Regionen, in denen die Befestigungen entstanden. Auf der Hochebene entstanden die Kommandozentrale, das Observatorium, die Festungen Scherle, San Sebastiano, Zwischenwerk Sommo, Dos delle Somme, Posten, Vezzena, die Werke Werle, Lucerne, Gschwend. In der Zwischenzeit arbeiteten die Italiener am Bau ihrer Forts Verena, Campolongo, Interrotto, Campo Molon, Punta Corbin, Casarati. Das Werk Gschwend, in Italien besser bekannt als Forte Belvedere, wurde zwischen 1908 und 1912 vom österreichisch-ungarischen Pionierkorps unter der Leitung von Leutnant Rudolf Schneider errichtet. Seine Aufgabe war die Verteidigung der Zugangswege nach Trient in einem Gebiet, das besonders durch italienische Angriffe bedroht war. Das Sperrwerk erhebt sich auf einer Anhöhe über der Val d'Astico und war gegen schweren Beschuss ausgerichtet. Dazu verfügte es über Stahl- und Betonbewehrungen und hunderte von Metern lange, in den Fels gebaute Tunnel. Es war zu seiner Zeit eine der modernsten militärischen Wehranlagen. Die Befestigung bestand aus einem zentralen, dreigeschossigen Block aus Stahlbeton, Hauptkasematte. Von hier aus führten diverse unterirdische Gänge zu den kleineren vorgelagerten Werken, die einen optimalen Blick auf das Tal boten. Der Kasemattblock war wie folgt strukturiert. Zweiter Stock, Toiletten, Maschinengewehre, Schlafsäle, Lager, Station, Scheinwerfer. Erster Stock, Toiletten, Erste Hilfe, Schlafsäle, Lager, Erdgeschoss, Munitionslager, Küche, Telefonzentrale, Stromversorgung, Batterieraum, außerdem Leichenkammer, Amtsstuben, Wachposten und Werkstatt. Das Werk Gschwend hatte drei vorgezogene Stellungen, alle drei mit einer 2 Meter dicken Betondecke. Die Befestigung war insgesamt mit 22 Maschinengewehren ausgerüstet. Die Stellungen waren durch beleuchtete Gänge miteinander verbunden. Das mehrere hundert Meter lange, im Fels installierte Tunnelsystem ist bis heute erhalten. Die Hauptfunktionen des Werks Gschwend waren die Kontrolle der Val d'Astico und die Beleuchtung der gegenüberliegenden italienischen Straße. Alle österreichisch-ungarischen Festungsanlagen waren geschützt mit einem Netzwerk von Gräben und Drahtverhauen und kommunizierten mittels Telefon, Scheinwerfern und optischen Telegraphen.
Das Werk Gschwend hatte direkten Kontakt mit Luzern, Monterrust und Scherle. Am 25. Mai 1915 eröffneten die italienischen Forts das Feuer auf die Sperrwerke der Hochebene Folgaria, Lavarone, Lucerna. Über diverse Tage schlugen große Geschosse ein und zwangen die Besatzungen der Werke zur ununterbrochenen Verteidigung. Unter dem Beschuss durch hunderte italienische Granaten ließ Werkskommandant Nebessar 4 weiße Fahnen hissen. Gegen 4 Uhr nachmittags hörte man in Richtung Luzern keine Geschützeinschläge mehr. Ich sah mich um. Eine weiße Fahne wehte auf dem Werk. Durch das Fernglas sehe ich mir das Dach der Festung noch einmal an. Hatte ich mich nicht getäuscht. Dort sehe ich deutlich in knapp 30 Schritt Entfernung, auf dem Mast weht ein großes weißes Leinentuch. Verrückt! Wenn Luzern aufgibt, ist alles verloren. Wenn nur ein Werk nicht mehr in unserer Hand sein sollte, dann müsste der ganze Bereich geräumt werden. Das weiß ich genau, das wissen alle. Doch an erster Stelle müsste das der Kommandant von Luzern wissen. Der ist entweder verrückt geworden oder ein Verräter. Aber sofort wird Luzern von den Werken Gschwend und Werle aus beschossen, um die weißen Fahnen herunterzuholen und die italienische Offensive zu stoppen. Nur wer wochenlang unter Granatenbeschuss in einer Betonbehausung ausgeharrt hat, weiß, was die Soldaten in Luzern durchmachen mussten. Der Verlust einer Festung hätte den Verlust des gesamten Sperrrings zur Folge gehabt und die österreichischen Truppen gezwungen, sich diverse Kilometer hinter Trient zurückzuziehen. Doch da die italienischen Truppen eine Falle fürchteten, näherten sie sich dem mittlerweile wehrlosen Luzern nur vorsichtig. Als sie sich schließlich bis auf geringe Entfernung vorgewagt hatten, wurden sie vom Unterstützungsfeuer der nahen Werke Gschwend und Werle getroffen, die Einnahme von Luzern auf jeden Fall verhindern wollten. Ein ganzes Jahr lang versuchten die Italiener, die Linie durch Angriffe und Bombardements zu durchbrechen. Im Mai 1916 ließ die Donaumonarchie riesige Truppen und Geschütze aufziehen und leitete den Gegenangriff ein, der als Strafexpedition in die Geschichte eingehen sollte. Die italienischen Truppen wurden zum Rückzug auf die Hochebene von Asiago gezwungen und die Front verlief dort bis zum Ende des Kriegs. Die Hochebene von Folgaria, Lavarone und Lucerna blieb bis Kriegsende von weiteren Kampfhandlungen erspart. Der ein Jahr lang dauernde Krieg der Sperrwerke war endgültig beendet. In den rückwärtigen Linien wurde eine umfassende Offensive vorbereitet. Wir sind jedoch dazu verdammt, bis zur Einleitung des Angriffs die vorderste Front zu halten. Der Beschuss des Sperrwerks ist zu Ende und wir können machen, was wir wollen. Das kommt einem Todesurteil gleich. Zum Sonnenaufgang des 15. Mai 1916 dann endlich die Befreiung. Der Angriff beginnt im nahen Rajon von Folgaria. Unsere Infanterie stützt sich gegen die Stellungen des Feindes, die ein ganzes Jahr uneinnehmbar erschienen waren. Verena und Campolongo, die wir vor einem Jahr noch hassten und beneideten, waren jetzt nur noch Ruinen ohne Zeichen von Leben. Abend des 20. Mai 1916 zogen sich die Italiener auf der ganzen Linie zurück. Fern am Horizont sieht man Wälder brennen und auf der Hochebene herrscht nun ein großes Schweigen. Wir verlassen die Festung und erreichen die italienischen Stellungen. Der Anblick des Hügels ist schrecklich. Der Bombenhagel richtete ein Gemetzel an. Abgerissene Arme und Beine, zerbrochene Gewehre und Bajonette sind zu erkennen. In zerstörten Schutzräumen sieht man verstümmelte Leichen. Über 3000 Tote liegen im Wald, hinter Felsblöcken, zwischen Bombentrichtern und auf Wiesen. Ein Bild unsagbarer Zerstörung. Wir marschieren mit anderem Gemüt zum Sperrwerk zurück. Der Hass ist verschwunden.
Die Aktion der Festungswerke von Lavarone, Folgaria, hatte eine größere Wirkung, als wir alle erwartet haben. Nicht 3 Wochen, sondern 12 Monate hielten sie dem Druck des Feindes stand. Der Posten Vezena, Verle und Luzern waren am Ende nur noch ein Haufen Schutt. Die anderen Sperrwerke, Gschwend, Somo Alto und Serrada, wurden schwer beschädigt. Doch dem Feind gelang es nicht, die anfängliche Verteidigungslinie zu durchbrechen. Uns, die wir ein ganzes Jahr ohne Unterbrechung in diesem Grab aus Beton und Stahl ausharren mussten, brachte der Vorstoß eine unbeschreibliche Erleichterung. Das Werk Gschwend wurde wieder voll funktionsfähig gemacht und diente bis Oktober 1918 als zurückgezogener Wachposten. Denn nach dem Sieg der Schlacht von Vittorio Veneto unter Generalstabschef Armando Diaz durchbrach das italienische Heer die Westfront der Österreicher. Im November 1918 unterzeichneten Österreich und Italien den Waffenstillstand von Villa Giusti. Das war das Ende des Ersten Weltkriegs.